Halt nur die Glaube war zu verstehen, ich habe die Reaktionen vom Publikum gesehen. Und ich glaube, wir haben mit ihm einen guten Redner für den Aschermittwoch gefunden. Und am Bayerischen gab es was, da wäre den Bundesvorstand ein wenig feilen an ihm, dann haut das nächste Jahr schon ein wenig besser hin. Gell, Herr Jörg Molten, Sie sind nächstes Jahr wieder herzlich eingeladen, weil heuer hat das schon mal gut funktioniert. Ja, hört mich nicht, ich darf auch nicht hören, wenn ich mit einer jungen, blonden Dame sprechen würde. Er hat zustimmend genickt, dass man von der FPÖ gesagt hat. Was mich auch freut, was ich am Anfang schon erwähnt habe, das ist die gute Partnerschaft mit der FPÖ. Nicht die Bundestag. Das sind unsere Brüder im Herzen, in einem der genauso schönen Länder wie mir, und zwar aus Österreich. Und da darf ich jetzt noch einmal Hofer zitieren, also ich hoffe, man darf es noch, wenn er jetzt in der Regierung sitzt. Der hat einmal gesagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt, mit einem der besten Menschen der Welt. Und genau so ist es in Deutschland und genau so ist es in Österreich. Und deswegen freuen wir uns auf unseren nächsten Redner. Also der Vorteil an dem ist, wir verstehen schon ein bisschen besser unseren Vorredner. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob er so seine klaren Worte zum Ausdruck bringt, zu dem er bekannt ist. Und ich hoffe nicht, nur weil sie in der Regierung sind, dass sie jetzt auch irgendwie Mainstream werden oder irgendwie Allpartei werden. Aber ich glaube, da brauchen wir bei unserer FPÖ keine Angst nicht haben. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich an Harald Wilimski.